jediná stanice, která vás zaručeně naladí. To je M-Radio. 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 Nechte se naladit i na našem webu. www.mradio.cz. Janni aus Berlin, den Viktor aus Prag und mein Bruder Harry. Viel Spaß, ihr habt 24 Stunden Zeit. Ja, dann würde ich mal sagen, top, die Wette gilt. Los geht's. So, da bin ich wieder. Wir befinden uns hier im Hinterhof vom Campus 4. Wie ihr vorhin gesehen habt, wurde ich nominiert zu der Ice Bucket Challenge und zwar von gestern von Steffen Dietmar und heute früh von Michael Umlauf. Vielen Dank dafür auch. Da ich ein ehrlicher Mensch bin, nehme ich die Challenge natürlich an. Und nicht nur wegen des Spaßes wegen, sondern weil ich trotzdem spenden werde. Und zwar den vollen Betrag. Freundlicherweise haben sich bereit erklärt Campus 4 und sowie auch mradio.cz, die bei uns mit dem, die mit uns im Haus mitresidieren, mitzuspenden. Und somit spenden wir 100 US-Dollar an die ALS-Organisation. Der Link gerade jetzt unten. ALSA.org ist die Organisation, die sich mit dieser Krankheit befasst und die Forschung betreibt. Da ich gleichzeitig ein umweltbewusster Mensch bin, benutze ich kein Trinkwasser, sondern Regenwasser. Sieht nicht gerade appetitlich aus, aber es wird wohl seinen Zweck dienen. Also, würde ich mal sagen. Da ich von zwei Leuten nominiert wurde, nehme ich mir die Freiheit, nicht drei, sondern vier Leute zu nominieren. Und somit ist die erste Lana L. Jones. Ich sitze dabei durch. Wie ich bin. Die zweite ist mein Bruder Martin Brenner. Zeig's mir, Bruderherz. Der dritte ist Jens Ullmann. Alles Gute zum Geburtstag, du weißt warum. Und last but not least, Bára Hoškova. Beruško, wie das so ist. Also, ich würde jetzt mal sagen, ich spende trotzdem die 100 USD im Zusammenhang mit Campus 4 und M-Radio, die guterweise mit dazu spenden. Und somit würde ich sagen, Ladies, let's challenge it. Ach du Scheiße! Oh! Danke, Michi. Danke, Matze. Oh. Hele, dobrý jsem, okrajerem trochu.